Willkommen in der Musikschule der Stadt Löhne. Ich heiße Anatol Gomezal und ich stelle euch jetzt mein Instrument vor, nämlich das Saxophon. So, hier kann man es ja sehen, es gibt es in verschiedenen Größen. Hier kann man andere Saxophone sehen. Hier ist auch ein kleines Saxophon. Und das ist das normale, womit man auch eigentlich auch anfangen würde. So, ich spiele mal ein paar Töne, damit man hören kann, wie das klingt. Dann erkläre ich auch mal ein bisschen, was wie das funktioniert. Ein Alto-Saxophon, auf Deutsch Altsaxophon. Das funktioniert nämlich so ähnlich wie bei einer Klarinette. Hier ist ein Mundstück, das könnt ihr hier sehen. Da kommt dann ein Bambusplättchen da drauf, das ist sehr dünn geschnitten. Das wird hier drauf festgemacht. Nicht zu fest, vorher muss man es eigentlich anfeuchten. So, damit das nicht wird, dann wird das hier festgeschnallt, nicht zu fest. Und wenn man da reinbläst, dann schwingt das Blättchen rauf und runter und schickt Schallwellen hier durchs Mundstück. Und es wird dann hier mit diesem Rohr verstärkt. Hier sind die Klappen. Es gibt ganz viele Klappen, nicht wie bei Blechblasinstrumenten. Hier gibt es dann also von oben nach unten, bis das ganze Instrument verschlossen ist. Hier kann man die Klappen spielen sehen. Es ist nicht so schwer zu lernen. Man muss meistern, wie man den Ton macht, aber es ist bei allen Instrumenten so. Das geht ziemlich einfach. Die meisten Anfänger kriegen das schon ziemlich schnell hin. So, das Saxophon kann man überall spielen. In Orchestern gibt es das nicht so viel. Aber in Big Bands, Jazzmusik, Blasorchester, also überall, wo man vielleicht spielen würde. Also im normalen Fall gibt es keine Ensembles, die Nein sagen würden. Vielleicht ein Streicherensemble, da gibt es kein Saxophon. So, man muss das hier umhängen. Wenn man sehr jung ist, dann muss man vielleicht mit diesem Instrument anfangen, sonst könnte man mit Tenorsaxophon anfangen. Es gibt auch andere Gurte, falls es zu schwer am Hals liegt. So, ich habe Anfänger, die sind schon ziemlich jung, so 8 Jahre, mit 8 Jahren kann man anfangen. Es hängt eigentlich nur vom Gewicht ab und Handgröße, aber dafür haben wir auch speziell in der Musikschule Verleihinstrumente, also die kann man ja mieten und die sind extra für Anfänger gedacht. Hier fehlen dann ein paar Klappen und für 1-2 Jahren kann man die Instrumente sehr gut benutzen und sie wiegen auch weniger. So ein Instrument zu kaufen, wenn man sich dafür entscheidet, sie fangen so bei 800 Euro an, für so ein Altsaxophon, 800, 900, bis oben hin offen. Also wenn man viel Geld spart, dann könnte man vielleicht mal die Oma anbetteln und ein Saxophon kaufen für 5000 Euro oder dieses hier für 6000 oder so eins hier, kostet ein bisschen mehr. So, das war das Saxophon und ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann ruft uns einfach in die Musikschule an. Ihr könnt euch auch direkt einfach anmelden und beziehungsweise eine Schnupperstunde anmelden. Das geht auch. Die Telefonnummer und den Link für diese Anmeldeformular findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also, bis dann. Tschüss.